Wir hoffen, dass die Amerikaner das gut und lustig finden, das Lied. Und denken, mal endlich begreifen die Europäer, wie gut wir sind. Und deshalb machen wir das. Um uns so im Prinzip einzuschleichen in die Herzen der Amerikaner. In der Zeit, wo die Platte entstand, hat Amerika dermaßen rumgenervt. Es gab es vorher auch noch nie, dass wir im Proberaum standen und es wurde gerade so massiv ein Krieg geführt und man wurde nicht so massiv mit Bildern auch überflutet. Und da konnten wir uns dann auch nicht gegen wehren. Wir haben eine gute Variante gefunden in unserer Sprache, die immer doppeldeutig war und die Dinge nie so direkt beim Namen genannt haben, also uns dem Thema zu nähern. We're all living in America, America ist wunderbar. Je mehrdeutig eine Sache ist, umso mehr haben die Leute Platz zum Nachdenken. Ja? Wenn ihnen nur so eine feste Meinung vorgibst, dann gibt es ja keinen Platz mehr, die Fantasie spielen zu lassen. Wir dachten aber doch, dass die ausländisch sprechenden Menschen das irgendwie mitkriegen müssten, dass es auch nicht unbedingt ein Liebeslied ist. Von daher war das Zitat genau das Richtige. No, this is not a love song. Dieses amerikanische Phänomen, dass das eigentlich also so viel Scheiße da passiert und auch daherkommt. Aber auf der anderen Seite natürlich wir extrem fortschrittlich, progressiv, eben eine Mondlandung. Das heißt, dass für mich das Thema nicht gut und böse ist. Also ich muss sagen, dass ich viele, ganz viele Dinge gut finde, die die amerikanische Kultur symbolisieren. Selten so eine Pinkelbecken gesehen wie in Amerika. Mannshoch, breit wie ein Cadillac, gute Spülung, perfekt. Also dass man überall amerikanische Filme sehen kann und amerikanische Musik und so, damit hat ja keiner ein Problem. Aber wenn man dann auch die eigenen Wertvorstellungen exportieren möchte, wegen den eigenen Interessen und so, wie das jetzt im Irakkrieg und so passiert ist, ist das dann zu viel. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Ich gehe runter und dann erstmal warten. Und dann mach ich nochmal die nächsten. Gut, alles klar. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Super, danke. Klasse. Wir hatten natürlich überlegt, wie kann man diesen Song auf eine Art und Weise im Video filmen, wo es eben nicht so zeigefingermäßig rüberkommt. Und dann kam die Idee irgendwie, weil es gibt ja diese wunderbare Conspiracy-Idee, dass die Amerikaner nie auf dem Mond waren. Es ist bis heute eben nicht erwiesen, dass die Amis das damals nicht einfach gefilmt haben. Salutieren. Und wieder wegnehmen. Sehr gut. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und vor Paris steht Mickey Maus. Im Video soll eigentlich gezeigt werden, inwieweit Amerika schon kulturell die Welt durchdrungen hat. We're all living in America. Coca-Cola, wunderbra. Wir sehen die amerikanische Welt schon so ein bisschen als Scheinwelt und Filmwelt und dass man oft so tut und ein Schein erweckt, dem die Realität nicht entspricht. Was sie natürlich haben, ist übermäßige Übertreibung. Das ist, was Amerika ausmacht. Auf der guten Seite und auf der schlechten Seite. Und das kann man in jeder Art von kann man in allem finden. Gehst einfach und kaufst irgendwie in den Supermarkt ein, hast irgendwie 10 Liter Orangensaft. Wir haben hier 1 Liter, glaube ich, oder 2 maximal. Es geht grundlegend übertreiben. Das Schwierige ist, auch dort klarzukommen mit Menschen, weil die Menschen generell übertreiben. Und du musst jede Geschichte, die du hörst, musst du immer halbieren oder irgendwie in deiner Art europäischen Denken formen. Die Indianer-Story ist ein kurzer Schritt in die Vergangenheit, wo man Amerika auch über diese schwarz-weißen Indianerfilme definiert hat. Als Kind war Amerika für mich das Cowboy- und Indianerspiel. Das war das Einzige, was ich damit verbunden habe.